lieben Kochgeschichtenfreunde, will ich doch mal jetzt ein bisschen Malis ersetzen. Kochen hat nicht so ganz bei mir hingehauen. Ich habe mir so ein bisschen Hilfe geholt. Aber die erste Aktion hat geklappt. Ihr könnt ja schauen, schau mal, das ist der Kuchen, den ich gemacht habe. Das ist noch übrig geblieben. Jetzt seht ihr ja selber. Das, naja, ich bin mal gespannt, ob es was wird, ne? Ich tue den jetzt in den Ofen rein und dann muss ich ein paar Minuten warten. Vielleicht wird er ja was, werden wir ja schauen. Ich denke, ich zeige euch dann nachher noch ein Video mit dem fertigen Kuchen. So, jetzt sage ich euch mal kurz, was da alles drin ist. Das ist Mehl. Oh, warte mal, Mehl. Ja, gibt es auch noch eine Glasur zu. Das ist, ja klar ist das eine Backmischung, das wird jetzt jeder sagen von euch, dass das eine Backmischung ist. Aber ihr seht ja, habt die Schüssel ganz schön leer gekriegt. Und ich habe jetzt den Backofen vorgeheizt, ich werde in den Backofen tun. Da kommt, also pass auf, für Leute, die da nicht so schlau sind, im Grunde genommen ist es ja so, dass die, ich sage, steht da so eine Packung, 135 Gramm weiche Butter oder Margarine, 3 Eier und 500 Milliliter Milch. Ja, Glasur kommt dann zum Schluss, aber das zeige ich nachher wohl noch, wenn ich die Glasur dann drauf mache. Aber erstmal muss der Herr Vogel da jetzt backen. Ja, gut, ist okay. Nee, interessant ist, so eine Backmischung kann eigentlich jeder machen. Aber ich denke, wenn man mal die Vorarbeiten sieht und sieht, wie schön leer so eine Schüssel ist, sieht ein bisschen blöd aus, nur die Schüssel zu zeigen. Aber Senta hat sich im Moment nicht geerbt, die liegt da hinten in der Ecke und guckt immer mich an, da liegt sie und schnubbelt, könnt ihr selber sehen. Hallo Senta. So, naja, Fernseher läuft natürlich auch noch. Ja, ich denke, ich lasse das jetzt erstmal so ein bisschen in den Ofen, mal sehen, ob es was wird. Wenn es nicht wird, erfährt das natürlich auch. Ich muss ein bisschen für Malis jetzt ein bisschen was vormachen. Naja, gut, sieht hier nicht gerade so super aus, aber naja, ich werde die Küche auch noch wieder aufräumen, kein Problem. Gut, naja, lustig war es natürlich, ich habe die Margarine erst aus dem Schrank holen müssen, da war die leider noch gefroren und dann habe ich gedacht, naja, auch interessant ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, die meisten wissen ja gar nicht, wie viel 500 Milliliter Milch sind und ich, da hier unten drunter steht, 3 Esslöffel sind 30 Milliliter Wasser, habe ich mir gedacht, 5 Liter sind natürlich dann 5 Esslöffel sind 50 Milliliter Milch. Ich denke, das haut schon hin, aber ihr seht ja, der Teig ist ja ganz gut geworden. Gut, dann schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe euch ja jetzt die Vorbereitung erzählt. Naja, ich habe einen Mixer, ich habe die Backmischung da reingetan, 3 Eier und Milch. Dann habe ich das mit elektrischen Handgerät zu genäht. Naja, gab ein bisschen ein paar Probleme. Aber ihr seht ja selber, jetzt zum Schluss, so, was stand da drin? 26 eine Springform, die habe ich geholt. Ich muss ja erstmal gucken, wann eine Springform ist. Aber mein Nachbarin hatte mir schon gesagt, das ist die, wo außen so ein runder Kranz ist, den man abmachen kann. Naja, ich denke, ja gut, Malis konnte ich leider nicht fragen. Die ist im Moment noch in der Klinik und deswegen rufe ich sie ja nicht extra an. Ja, fürs Kochen habe ich mir eine tatkräftige Hilfe geholt. Was ist, da bin ich ja doch nicht so toll. Aber so langsam lerne ich. Ich habe schon die erste Suppe schon gemacht. Es geht, Leute. Okay, dann schaue ich mal, jetzt tue ich den in den Ofen rein. Ich gucke mal, ob der Backofen schon so weit ist, könnt ihr auch noch mal schauen, der brummt und schnubbelt. So, jetzt schaue ich mal. So, tun wir den da rein. Und dann muss ich nur noch gucken, wie lange der da drin bleiben muss. Seht ihr jetzt? Oh Mann, schön heiß. Da seht ihr ja, wie er da reinkommt. So, jetzt mach ich zu. So, und jetzt muss ich, warte mal, eben schauen, wie lange das dauern muss. Ich denke, ich nehme mir da noch eine Uhr für, damit ich das auch nicht vertue. Wir machen das alles mit Uhren. Hier steht drin, Backzeit, Umluftherd, circa 30 Minuten. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Freunde, das ist der nächste Kuchen. Das ist jetzt ein Käsekuchen. Malis ist zwar wieder da, aber ich denke, die Kuchensache, die habe ich übernommen, aber ich denke, sie macht auch irgendwann mal einen Kuchen. Ist also nicht so schwierig. So, folgendes ist jetzt, ich erkläre euch kurz, ihr seht ja jetzt, so sieht er aus, bevor er in den Ofen kommt. Guck mal, das ist übrig geblieben. So ein bisschen ist noch drin da. Naja, einige haben ja geschrieben, naja, okay, ich kann das nicht. Okay, das können Sie ja selber beurteilen. Das ist jetzt der erste Film. So, dann zeige ich euch mal kurz, was da alles drin ist, damit die Leute auch wissen, wo sie dran sind. So, das ist mir ein bisschen blöd. Stimmt, ich weiß. Auf jeden Fall, Sie fügen noch, ich habe also eine Käsekuchenhilfe hier. Also, da sind 200 Gramm Weizenmehl, ein gestrichener Teelöffel Backpulver, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen
Vanillezucker, 100 Gramm Margarine und ein Ei. So, das ist jetzt mehr der Boden gewesen. So, und dann diese Käsemasse, die besteht aus 4 Eiern, hört genau zu. Große M, weiß auch nicht, was große M ist, aber scheint wohl ziemlich groß zu sein. 150 Gramm Zucker, 750 Gramm Magerquark, auch wieder ein Päckchen Vanillezucker. Oh, habe ich überhaupt das eine genommen? Oh, weiß ich gar nicht, muss mal gucken. Vielleicht habe ich auch was vergessen, kann ja sein, ist auch nicht so schlimm. So, dann diese Zitronen und ein bisschen Milch, Viertel Liter Milch kommt dabei. So zubereitet wird also gemischt und so weiter, das brauche ich nicht mehr groß erklären. Dann ist eine das ist jetzt auch wieder eine Springform, so seht ihr ja selber, ne? Die kommt jetzt in den Ofen rein und die Käsemasse wurde gemacht, Eier trennen, Eiweiß mit einem Drittel des Zuckers steif schlagen. Der Eigelb mit restlichen Zucker und übrigen Zutaten in eine Rührschüssel habe ich gemacht und einem Handrührgerät auf höchster Stufe etwa eine Minute glatt rühren. Käsekuchenhilfe unterrühren. Ne? Seht ihr also schon, mal ist hier ein bisschen dabei. Aber wir sind sowieso ein Team, was das betrifft. Aber ich bin jetzt hier der Bäcker und Marlies hilft mir dabei. Hört sich gut an, ne? Dann Eischnee unter. Ja, also man muss das Ei erst zu Eischnee machen, also trennen. Und für die Eier trennen nicht, Eigelb rechts, Eiweiß links, so ungefähr, ne? So, jetzt kommt es in den Backofen rein und dann zeige ich euch auch den zweiten Teil, wenn der Falzer was geworden ist. Ansonsten, ich habe jetzt zwar den ersten Teil gemacht, aber ihr seht dann auch den zweiten Teil, ne? Also bis gleich, ihr geht jetzt in den Ofen rein. Irgendwann werde ich die Dinger mal zusammenschneiden. Wenn ich mal Lust und Zeit habe, dann schneide ich die Filme mal alle zusammen. Bis dahin, bis gleich, tschüss. Lieben Kochgeschichten, Freunde, will ich doch mal jetzt ein bisschen Marlies ersetzen. Kochen hat nicht so ganz bei mir hingehauen. Ich habe mir so ein bisschen Hilfe geholt. Aber die erste Aktion hat geklappt. Ihr könnt ja schauen, schau mal, das ist der Kuchen, den ich gemacht habe. Das ist noch übrig geblieben. Jetzt seht ihr ja selber. Das, naja, ich bin mal gespannt, ob es was wird. Ne? Ich tue den jetzt in den Ofen rein und dann muss ich ein paar Minuten warten. Vielleicht wird er ja was, werden wir ja schauen. Ich denke, ich zeige euch dann nachher noch ein Video mit dem fertigen Kuchen. So, jetzt sage ich euch mal kurz, was da alles drin ist. Das ist Mehl. Oh, warte mal, Mehl. Ja, gibt es auch noch eine Glasur zu. Das ist, ja klar ist das eine Backmischung. Das wird jetzt jeder sagen von euch, dass das eine Backmischung ist. Aber ihr seht ja, habt die Schüssel ganz schön leer gekriegt. Und ich habe jetzt den Backofen vorgeheizt, ich werde in den Backofen tun. Da kommt, also pass auf, für Leute, die da nicht so schlau sind, im Grunde genommen ist es ja so, dass die, ich sage, steht da so eine Packung, 135 Gramm weiche Butter oder Margarine, 3 Eier und 500 Milliliter Milch. Ja, Glasur kommt dann zum Schluss, aber das zeige ich nachher wohl noch, wenn ich die Glasur dann drauf mache. Aber erstmal muss der Vogel da jetzt backen. Ja, gut, ist okay. Nee, interessant ist, so eine Backmischung kann eigentlich jeder machen. Aber ich denke, wenn man mal die Vorarbeiten sieht und sieht, wie schön leer so eine Schüssel ist, sieht ein bisschen blöd aus, nur die Schüssel zu zeigen. Aber Senta hat sich im Moment nicht geerbt. Die liegt da hinten in der Ecke und guckt immer mich an. Da liegt sie und schnubbelt, könnt ihr selber sehen. Hallo Senta. So, naja, Fernseher läuft natürlich auch noch. Ja, ich denke, ich lasse das jetzt erstmal so ein bisschen den Ofen, mal sehen, ob es was wird. Wenn es nicht wird, erfährt das natürlich auch. Ich muss ein bisschen für Marlies jetzt ein bisschen was vormachen. Naja gut, sieht hier nicht gerade so super aus, aber naja, ich werde die Küche auch noch wieder aufräumen, kein Problem. Gut, naja, lustig war es natürlich, ich habe die Margarine erst aus dem Schrank holen müssen und da war die leider noch gefroren und dann habe ich gedacht, naja, auch interessant ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, die meisten wissen ja gar nicht, wie viel 500 Milliliter Milch sind. Und ich, da hier unten drunter steht, 3 Esslöffel sind 30 Milliliter Wasser, habe ich mir gedacht, 5 Liter sind natürlich dann 5 Esslöffel sind 50 Milliliter Milch. Ich denke, das haut schon hin. Aber ihr seht ja, der Teig ist ja ganz gut geworden. Gut, dann schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe euch jetzt die Vorbereitung erzählt. Naja, ich habe einen Mixer, ich habe die Backmischung da reingetan, 3 Eier und Milch. Dann habe ich das mit elektrischen Handgerät zu genäht. Naja, gab ein bisschen Probleme. Aber ihr seht ja selber, jetzt zum Schluss, so, ist eigentlich, da steht drin, was stand da drin?
26, eine Springform, die habe ich geholt, ich muss ja erstmal gucken, wann eine Springform ist. Aber mein Nachbarin hatte mir schon gesagt, das ist die, wo außen so ein runder Kranz ist, den man abmachen kann. Naja, ich denke, ja gut, Marlies konnte ich leider nicht fragen, die ist im Moment noch in der Klinik und deswegen rufe ich sie ja nicht extra an. Na, fürs Kochen habe ich mir eine tatkräftige Hilfe geholt, was ist, da bin ich ja doch nicht so toll. Aber so langsam lerne ich. Ich habe schon die erste Suppe schon gemacht, es geht. Leute, okay, dann schaue ich mal jetzt durch den in den Ofen rein. Ich gucke mal, ob der Backofen schon so weit ist. Könnt ihr auch noch mal schauen. Der brummt und schnubbelt. So, jetzt schaue ich mal. So, tun wir den da rein. Und dann muss ich nur noch gucken, wie lange der da drin bleiben muss. Seht ihr jetzt? Oh Mann, schön heiß. Da seht ihr ja, wie er da reinkommt. So, jetzt mache ich zu. So, und jetzt muss ich, warte mal, eben schauen, wie lange das dauern muss. Ich denke, ich nehme mir da noch eine Uhr für, damit ich das auch nicht vertue. Wir machen das alles mit Uhren. Steht drin, Backzeit, Umluftherd, circa 30 Minuten. Okay, dann bis gleich. Tschüss.